Heute für euch die mächtigsten Weasleys gerankt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir ein Thema behandeln, das sicherlich für viele Diskussionen sorgen wird. Wer ist der mächtigste Weasley? Und noch viel wichtiger, wie stehen die Weasleys im Vergleich zueinander? Wenn wir die berühmte Zaubererfamilie nach ihrer Macht einstufen würden, wer würde an der Spitze stehen und wer würde den letzten Platz einnehmen? In der Vergangenheit habe ich bereits viele Ranking-Videos erstellt, aber immer wieder habe ich Kommentare gesehen, die die Idee aufwerfen, die Weasleys genauer zu betrachten. In der Saga werden uns insgesamt 9 unmittelbare Familienmitglieder der Weasleys vorgestellt. In beliebiger Reihenfolge sind das folgende: Ron, Charlie, Ginny, Molly, Fred, George, Percy, Arthur und Bill Weasley. Bevor wir jedoch dazu kommen, möchte ich euch darum bitten, eure eigene Rangliste in den Kommentaren unten zu teilen. Anschließend könnt ihr das Video ansehen und sehen, wie die beiden Listen im Vergleich zueinander abschneiden. Die Weasleys treten zum ersten Mal in Erscheinung, als Harry am Anfang von Der Stein der Weisen auf dem Bahnsteig 9¾ über sie stolpert. Beinahe sofort entwickelt sich das Gefühl, dass Harry sich diesen freundlichen Menschen verbunden fühlt. Im Verlauf der Bücher und der Filme wird Harry im Wesentlichen zum Teil dieser Familie. Die Weasleys sind aufrichtige Menschen, die nur das Beste für Harry im Sinn haben, und sie haben ihm erlaubt, unzählige Ferien in ihrem Haus zu verbringen, immer für ihn sorgend. Aber das Besondere an den Weasleys ist, dass sie alle trotz ihrer freundlichen und warmen Art äußerst begabte Zauberer sind. Ein wenig Hintergrundwissen dazu. Die Weasleys gehören zu den Mitgliedern der sogenannten unantastbaren 28, einer Gruppe von 28 Zaubererfamilien, die in den 1930er Jahren noch als reinblütig galten. Obwohl die Weasleys als Reinblüter galten, diskriminierten sie andere nicht, wie es viele andere reinblütige Familien taten. Stattdessen erkannten die Weasleys jeden als gleichberechtigt an. Muggel, Muggelgeborene und Halbblüter gleichermaßen. Genau aus diesem Grund wurden sie oft als Blutsverräter bezeichnet. Ihr Stammbaum ist umfangreich und nachvollziehbar, und im Laufe der Jahre gab es viele andere mächtige Weasleys, aber lasst uns zunächst diejenigen betrachten, die wir kennen. Es ist wichtig zu beachten, dass kein Weasley als schwach betrachtet werden kann. Sie alle verfügen über magische Stärke, wobei einige vielleicht stärker sind als andere. Die Erstellung dieser Rangliste der magischen Kräfte war ziemlich schwer, weil alles meinungsbasiert ist und auch so, dass alles, was wir an Infos haben, in Betracht gezogen wird. Beginnen wir mit der Nummer 9, Percy Weasley. Zuerst einmal, Percy ist zweifellos der am wenigsten beliebte der Weasleys, das ist wohl irgendwie offensichtlich. Er wurde im Jahr 1976 geboren und war das dritte Kind von Arthur und Molly nach Bill und Charlie. Obwohl er viele der positiven Weasley-Charakterzüge verkörpert, geriet sein Geist etwas auf Abwege und er wählte einen fragwürdigen Pfad. Dennoch hat er sich im Laufe der Zeit rehabilitiert. Percy war äußerst ehrgeizig, was allerdings auch bedeutete, dass er sich strikt an die Regeln hielt. Er missbilligte ständig die Streiche von Fred und George und war fest davon überzeugt, dass Struktur im Leben notwendig ist, um voranzukommen. Sein geordnetes Leben, seine durchdachte Erscheinung und sein starkes Verlangen, einen guten Eindruck zu hinterlassen, führten dazu, dass er schließlich die Position des Präfekten und später sogar des Schulsprechers innehatte. Und das, während er noch Schüler in Hogwarts war, was zusätzliche Verantwortung mit sich brachte. Aber nur weil Percy ehrgeizig war, bedeutete sein Ehrgeiz nicht zwangsläufig, dass er nach größeren magischen Fähigkeiten strebte. Percy war ein vorbildlicher Schüler. Er nahm am Unterricht teil, erzielte gute Noten und erfüllte alle Erwartungen, die an ihn gestellt wurden. Dennoch überschritt er nicht zwangsläufig magische Grenzen. Er hegte nie den Wunsch, im Sinne der Beherrschung vieler mächtiger Zaubersprüche mächtig zu sein. Stattdessen strebte er, ähnlich wie Fudge, politische Macht an. Er wollte Zaubereiminister werden und somit politischen Einfluss ausüben. Aus diesem Grund steht Percy am Ende der Rangliste. Aber missversteht mich nicht. Percy ist immer noch ein talentierter Zauberer, halt nur nicht so wie die anderen. Kommen wir zur Nummer 8, Ron Weasley. Zunächst einmal, Ron startete sein Leben definitiv nicht mit überwältigenden magischen Fähigkeiten. Er besaß zwar angeborene Talente, aber diese blieben größtenteils ungenutzt. Erst im Verlauf der Bücher und der Filme konnten wir beobachten, wie Ron sein Selbstvertrauen in seine magischen Fähigkeiten entwickelte. Am Ende von Die Heiligtümer des Todes hatte Ron so viele Widrigkeiten zusammen mit Harry und Hermine überwunden, dass er mehr Lebenserfahrung gesammelt hatte als die meisten der Zauberer seines Alters. Diese Erfahrungen verliehen ihm den Auftrieb, den er brauchte.
In den früheren Büchern und Filmen wird seine Unfähigkeit hervorgehoben, aber Ron hatte immer eines: Herz, und vor allem, er besaß Mut. Dies führte letztendlich dazu, dass Ron für größere Machtpositionen bestimmt war. Ohne die Strapazen, die er durchgemacht hatte, wäre er vielleicht nie der mächtige Zauberer geworden, der er heute ist. Auf der Nummer 7 haben wir Arthur Weasley. Arthur war ein Elternteil der Weasleys und trotzdem ein mächtiger Zauberer. Dennoch habe ich den Eindruck, dass viele seiner Kinder ihn in Bezug auf rohe magische Kraft überflügelt haben. Geboren im Jahr 1950 war Arthur ein aktives Mitglied des Orden des Phönix, ein Mitarbeiter des Zaubereiministeriums und ein engagierter Vater. Er arbeitete hart, um seine Familie finanziell zu unterstützen, versäumte es jedoch nie, Zeit und Liebe für sie aufzubringen. Hinter Arthurs sanfter Fassade verbarg sich jedoch eine gewisse Schärfe, die immer dann zum Vorschein kam, wenn seine Familie in Gefahr war. Diese Kante ist meiner Meinung nach das, was letztendlich zu seiner Macht beigetragen hat. Im Laufe seines Lebens hat Arthur bei zahlreichen Gelegenheiten mehrere Todesser abgewehrt. Er war ein geschickter Duellant, ein Experte in Verwandlung, insbesondere in Bezug auf Muggelgegenstände, und ein Meister der Zauberei. Arthur Weasley ist definitiv kein zu unterschätzender Zauberer. Nummer 6. Ginny Weasley. Ginny neigte dazu, bescheiden zu sein, wenn es um Macht geht. Sie ist das jüngste Mitglied der Weasley-Familie und die einzige Tochter von Arthur und Molly Weasley. Trotz ihrer zierlichen Statur und gelegentlichen Schüchternheit, insbesondere in Anwesenheit von Harry Potter, ist Ginny eine außerordentlich talentierte Hexe. Dies wird sogar in den Büchern betont, wenn es um Ginnys Fähigkeiten geht. Wie Ron entwickeln sich auch Ginnys Fähigkeiten im Laufe der Saga, und am Ende der Filme ist sie äußerst begabt. Sie kann sogar mächtigen Todessern standhalten. Als Dumbledores Armee gegründet wurde, erlernte sie schnell die Kunst des Patronus-Zaubers und beherrschte in kürzester Zeit auch andere mächtige Zauber wie Reductio. Als einziges Mädchen und die jüngste in ihrer Familie voller älterer Brüder musste Ginny ein dickes Fell entwickeln. Ich glaube, dass dies maßgeblich zu ihrer Fähigkeitsentwicklung beigetragen hat. Auf dem Platz 5 und auf dem Platz 4 haben wir Fred und George Weasley. Ich fasse Fred und George zusammen, da sie fast immer als Einheit betrachtet werden. Doch du magst dich fragen, warum sie eine separate Rangliste haben? Sollten sie nicht eigentlich gleich bewertet werden? Nun, die Sache ist die: Ja, sie sind weitestgehend gleich, aber George hat am Ende etwas länger gelebt als Fred, was bedeutet, dass er seine Fähigkeiten wahrscheinlich ein wenig mehr entwickelt hat. Ich hoffe, diese Logik ergibt irgendwie Sinn. Aus diesem Grund steht Fred auf Platz 5 und George auf Platz 4. Die mächtigen Weasley-Zwillinge wurden 1978 geboren und wurden nur wenige Jahre vor Ron aus dem Haus Gryffindor einsortiert. Nur knapp vor Ron, Hermine und Harry. Die beiden standen für ihren Sinn für Humor, waren bei den Schülern äußerst beliebt und brachten die Lehrer oft zum Schmunzeln, obwohl sie gleichzeitig auch sehr gute Schüler waren. Trotz ihres lebensfrohen Auftretens waren die Zwillinge tatsächlich außerordentlich begabt in der Magie. Schon von klein auf beherrschten die beiden die Herstellung von Zaubertränken und Zaubersprüchen, die weit über ihrem Alter und ihrer Klasse lagen, was ihre magischen Fähigkeiten betrifft. Ein weiterer Vorteil, den sie hatten, war ihre Partnerschaft. Das bedeutet, wenn Fred einen neuen Zauberspruch erlernte, brauchte es nicht lange, bis George denselben beherrschte und umgekehrt. Das Vorhandensein einer engen Vertrauensperson, mit der man die Ideen teilt, trägt wesentlich zu einem besseren Verständnis bei. Und im Fall der Weasley-Zwillinge trug dies besonders zu ihrer Fähigkeit bei, herausragende Zaubertränke herzustellen. Aber das war noch nicht alles, denn die Zwillinge konnten sich nahezu in jeder Situation bewähren. Sie waren wirklich vielseitige und beliebte Persönlichkeiten. Die Tatsache, dass sie in so jungen Jahren so viel erreicht haben, lässt darauf schließen, dass ihre angeborenen Fähigkeiten nur wenige ihresgleichen hatten. Auf der Nummer 3 haben wir Charlie Weasley. Charlie war das zweitälteste Kind der Weasleys, direkt nach Bill Weasley. Er wurde im Jahr 1972 geboren, und obwohl wir in den Büchern und den Filmen nicht allzu viel über Charlie erfahren, gibt es dennoch einige bedeutende Informationen über ihn. Einer der herausragendsten Aspekte von Charlies Persönlichkeit war seine leidenschaftliche Liebe zu magischen Geschöpfen, eine Leidenschaft, die er mit Hagrid teilte. Charlie begann seine Ausbildung an der Hogwarts-Schule im gleichen Jahr wie Nymphedora Tonks. Nach seinem Abschluss zog er nach Rumänien, um eine Karriere als Drachologe zu verfolgen, eine Art Magizologe, der sich auf die Erforschung von Drachen spezialisiert hat, ähnlich wie Newt Scamander. Die Drachenkunde ist eine äußerst gefährliche Tätigkeit, da Drachen als einige der mächtigsten Kreaturen in der magischen Welt gelten. Die Tatsache, dass Charlie so eng mit ihnen zusammengearbeitet hat, ist zweifellos ein Beweis für seine herausragenden magischen Fähigkeiten und Talente.
Während der Schlacht von Hogwarts erwies sich Charlie als unschätzbar wertvoll und wurde Zeuge, wie Harry Voldemort aus erster Hand besiegte. Auf der Nummer 2 haben wir Bill Weasley. Bill Weasley war das älteste Kind der Weasleys und wurde bereits im Jahr 1970 geboren. Er besuchte Hogwarts zwischen 1982 und 1989 und während seiner Schulzeit wurde er sowohl Präfekt, also Vertrauensschüler, als auch Schulsprecher. Bill wird von vielen als das mächtigste der Weasley-Kinder angesehen, hauptsächlich aufgrund seines Berufes als Fluchbrecher. Als Fluchbrecher war er dafür verantwortlich, Flüche auf Gegenständen aufzuheben, zu kontern oder zu brechen. Dieser Beruf gilt als äußerst anspruchsvoll und gefährlich. Er erfordert ein tiefes Verständnis der Magie, sowie die Fähigkeiten, eine breite Palette von Zaubersprüchen anzuwenden. Das Brechen von Flüchen birgt nicht nur die Gefahren von verfluchten Gegenständen, sondern auch das Risiko, auf dunkle Hexen, Zauberer und Kreaturen zu stoßen. Bill war äußerst versiert in verschiedensten magischen Disziplinen, wie Duellieren, Verwandlung, Beschwörung, Zaubersprüchen, Zaubertrankherstellung, Wahrsagen und sogar den dunklen Künsten. Bill war zweifellos einer der mächtigsten Zauberer. Und schließlich auf der Nummer 1 haben wir Molly Weasley. Man könnte argumentieren, dass Bill an dieser Stelle stehen sollte, aber wir dürfen Mollys Leistungen nicht einfach übersehen. Molly hat nicht nur eine beeindruckende Anzahl talentierter junger Hexen und Zauberer aufgezogen, sondern sie hat die mächtige Hexe Bellatrix Lestrange besiegt, eine der mächtigsten Hexen in der gesamten Zaubererwelt und eine der treuesten Anhängerinnen von Lord Voldemort. Mollys Fluch flog unter Bellatrix ausgestrecktem Arm hindurch und traf sie direkt in die Brust, genau über ihrem Herzen. Bellatrix' hämisches Lachen gefror, ihre Augen begannen sich zu wölben, für einen winzigen Moment wusste sie, was geschehen war, und dann kippte sie um und die zuschauende Menge brüllte und Voldemort schrie. Die oben genannte Szene spricht für sich selbst, Molly war äußerst mächtig, auch wenn sie nicht immer so dargestellt wurde. Anfangs wurde sie hauptsächlich als unauffällige, fürsorgliche Mutterfigur gezeigt. Doch während der Schlacht von Hogwarts bewies Molly, dass sie unter extremen Bedingungen Kräfte entwickeln konnte, die selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer in den Schatten stellten. Sie war geschickt im Duellieren, in Zaubersprüchen, Heilmagie, Zaubertränken, Verwandlung und sogar in den dunklen Künsten. Und das befördert sie mit Recht auf den ersten Platz in dieser Liste. Und das war's mit diesem Video. Bitte schreib schon wie gesagt deine eigene Liste in die Kommentare, ich bin sehr gespannt darauf. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn dir das Video gefallen hat. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.